Hallo und herzlich willkommen wieder hier zurück bei No Man's Sky. Schön, dass ihr wieder hier seid und eingeschaltet habt bei diesem geilen Weltraumabenteuer. Ja, in der letzten Folge, da haben wir ja hier fleißig an der Basis geschraubt. Wir sollten nur gucken, dass hier unten keine Löcher sind. Also da ist Aufwusch am Werk, oder was? Wir gucken mal, was dieser Basiscomputer für uns hat. Und in dieser Zeit, wenn du neu bist, darfst du gerne ein Abo dalassen. So, gucken wir mal. Mal sehen, was der noch für uns alles hat. Also die geborgenen Daten, die haben wir in der letzten Folge schon gesammelt. Die werden wir heute extrahieren. Okay. Sehr schön. Wir können uns die Konstruktionsforschungsstation erstmal bauen. Magnetitesferit sollte eigentlich kein Problem sein. Da stellen wir uns einfach unseren mobilen Miner auf. Weil die Basis, die möchte ja auch Energie. Und was flattert da eigentlich an mir rum hier? Keine Ahnung. Alles klar. Mit Y die Konstruktionsforschungsstation bauen. Wir brauchen Kohlenstoff-Nanorohr. Halt. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Oh Gott, hey. Es ist Sonntag, ja. Es ist Sonntag. Wir chillen heute. Nicht tauen. Chillen. Danke. Ich weiß nicht, wie viele man da brauchte, aber ich denke mal zwei, oder? Nee, nur eins. Bauen wir die tragbare Raffinerie auf oder haben wir die hier irgendwo? Die zischen ja mal rein, ey. Das ist nicht normal. Da drüben ist die tragbare Raffinerie. Die tun wir am besten mal vor die Base stellen. Einfach mit dem Mausrad reindrücken in die Mitte. Da könnte sie wieder aufheben. Sadere. Ah, die Basis, die spendet ein bisschen Licht, sehe ich gerade. Tragbare Raffinerie einfach mal hier in die Ecke gestellt. Und aus dem Ferritstaub sollten wir, oder war das reines Ferrit? Können wir magnetiertes Ferrit bauen. Ein bisschen Energie rein. Das hauen wir einfach mal jetzt durch und gucken uns mal kurz ein bisschen um. Obwohl das eigentlich, das sind ja nur 20 Stück. Da gucken wir einfach jetzt mal durch. Bauen wir das schon mal in den Exo-Anzug. Dankeschön. Und die Konstruktionsforschungsstation bitte einbauen. Da haben wir jetzt hier Platz genug. Ich würde sagen, hier dann gleich am Eingang. Es muss nicht unbedingt perfekt sein. Ist ja die erste Runde hier auf YouTube. Setze die geborgenen Daten einer Konstruktionsforschungsstation ein. Verwende die Daten, um neue Konstruktionsbaupläne zu erlernen. Das, was wir sammeln, von diesen WLAN-Zeichen. Ich zeige es euch nochmal. Einfach F drücken und dann haben wir hier keine Sachen mehr. Haben wir schon alles eingesammelt. Das kann ja nicht sein. Es wird schon wieder heiß. Ihr seht es ja. Ne, aber bevor ich verkohle. Da drüben ist ein vergrabenes Technologiemodul. Da gehen wir dann hin, sobald es ein bisschen kühler geworden ist. Wow. Das mit den Stürmen, das ist ein bisschen zu oft, ey. Wahnsinn. Wir können auf jeden Fall hier einen Ionen-Akku bauen. Der gibt uns dann ein bisschen Leben zurück, oder?
Ja, das ist ein praktischer und optimierter Energiespeicher. Das ist gut. Das schadet nicht. Können wir noch einbauen? Bauen wir mal so viele, wie es geht. Ich baue es jetzt erstmal einzeln. Und wenn ihr das mehr haben wollt, einfach mit D auswählen und herstellen. Habt ihr schon mehr gebaut? Das, was ich weiß, da kann ich ja ein bisschen helfen. Und da, wo ich es nicht weiß, da könnt ihr mir unter die Arme greifen. Ist auf jeden Fall ein guter Deal. Ihr schaut es an und ich. Okay. Beides verriet. Wir brauchen auf jeden Fall Natriumnitrat. Das dürfen wir nicht vergessen. Sonst können wir uns da oben nicht verteidigen. Eigenes Kraftfeld. Könnten Kabelbaum brauchen. Blitzwerfer. Uiuiui, noch so viel zu tun. Da verstehe ich langsam die Komplexität des Spiels. Aber das ist ja auch vorher schon klar. Können wir jetzt wieder raus? Ich bräuchte ein paar Fenster hier. Das ist immer noch hier heiß. Komm mal mit. Ich stelle dich drin auf. Das muss ich dauernd hier rausdackeln und da haben wir doch keine Zeit dafür. Na, na, na. Mit Y bitte reingehen, die Tragwerk Raffinerie aufbauen. Aber nicht in den Weg, nein. So. Sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall geborgene Daten finden. Warte. Dann ist das schon mal aufgeladen. Und die Konstruktionsforschungsstation. Da könnt ihr herstellbare Technologie erforschen, wenn ihr sowas bekommen habt. Oder auch Strukturen. Wir haben ja das Analysevisier schon sehr früh gebaut im Let's Play. Und hier seht ihr das. Und das hier. Dieser Basisteleporter bringt euch nach oben in diesen Handelskonvoi, in diese Station. Und das ist sehr, sehr wichtig. Auch sehr wichtig ist, was in den nächsten Schritten kommt, das zeige ich ja bei euch auch in den nächsten Folgen. Wir müssen auf jeden Fall zwei Punkte haben und zwei Punkte hatte ich. Müssen wir halt ein bisschen Material sammeln, aber das machen wir später. Gehen wir mal erstmal darüber, was der haben möchte von uns. Oh, wir können die Basis umbenennen. Die Basis umbenennen ist ja ganz schick, gell? Aber ich will dieses vergrabene Technologiemodul noch in dieser Folge mit euch drin haben. Wir machen uns da keinen Stress, wir gehen ganz gemütlich. Es ist Sonntagnachmittag. Und es muss ja wirklich nicht sein, dass wir uns hier stressen. Wir möchten ja auch ein bisschen alles genießen. Habe ich die schon? Nee. Aber Natrium sollte ich mitnehmen. Liegt auch zuhauf hier drin herum. Großer, ich will gar nichts von dir. Ich will nur, dass die natriumreiche Pflanze haben. Und überall sind solche gefährlichen Sachen. Nee. Also Flora ist eine Pflanze. Fauna ist das Tier. Das sind auch überall so ge unbekannte Gebäude. Die klappern wir mal in der nächsten Zeit ab. Das ist ganz gut. Da bekommen wir auch noch ein bisschen hier unseren Forscherdrang zur Geltung. Halt. Das war nicht abgescannt, gell? Ja. So. Der hat so eine Form wie die Fiomia. Ist ja auch witzig. Wo habe ich. Ich habe jetzt völlig
es aus den Augen verloren, wo mein Technologiemodul war. Hä? Wisst ihr noch, wo das gewesen ist? Also, es wird auf jeden Fall ein verballertes Let's Play, also da könnt ihr sicher sein. Wo habe ich denn das hingehauen? Ja, für das lebenden Schleim kriegt er auch richtig Cash hier. So. Einen Augenblick, bitte einen Augenblick. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben unser Ziel erreicht. Unter uns war dieses Ding. Mal gucken, wie viel wir bekommen. 2 Stück. Also das ist ein guter Planet. Ein sehr guter Planet. Und da unten ist ein bisschen Kupfer. Nee, Pyrit. Ah, ein bisschen Kupfer sollten wir aber mitnehmen. Das geht in Ordnung. Ey, ihr könnt hier den ganzen Planeten weghauen, ey. Bis zum Nullpunkt könnt ihr da bauen, ey. So, Terra-Manipulator ist ausgerüstet. Die machen wir vorher noch weg. Dann störst du auch nicht. Zack. Nehmen wir mal ein bisschen Kupfer mit. Mich würde echt mal interessieren, ob das jetzt schon mal jemand gemacht hat, den ganzen Planeten abgebaut. Oh, Junge, Junge. Ihr könnt ja bis auf die Grundmauern könnt ihr das machen. Bis zum Bedrock könnt ihr rumgraben. Okay, wie viel habe ich schon? Das ist Natrium, Kupfer. Wir bauen noch ein bisschen ab. Am besten die ganze Wurzel hier. Oder wie heißt es? Ach, egal, ich bin ja kein Goldschürfer, ich bin doch nur ein Zocker. Mir macht es Spaß zu zocken und euch das zu zeigen. Hui. Was gestolpert hier? Jo, 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 jo. Das ist wie bei den 7 Zwerge, aber das ist die 7 Zwerge der Neuzeit. So, pass mal auf. Hier haben wir das jetzt wieder. So. Es ist gut, dass wir hier chromatisches Metall kriegen, weil sonst hätten wir da auch noch eine zusätzliche Aufgabe, hier das Ganze umzuwandeln. Das spart uns da auch schon mal ein bisschen Zeit. Ja, mal wieder ein bisschen Kohlenstoff mitnehmen, die Basis, die ist teuer. Ah, wieder diese beruhigende Musik. Sobald wir da oben sind im Weltall, da geht's wieder Action, ey. Da kriegen die Aliens einen auf die Lappen. Ja, und ich habe mich mal wegen dem Update ein bisschen umgehört. Dieses Update ist echt genial. Oha, uns geht das Natrium aus. Wie kann das sein? Ja, da gibt's anscheinend eine neue Rasse, ich glaube, das war so eine metallische Rasse. Mal sehen, ob wir die mal zu Gesicht bekommen. Habe ich die schon abgescannt? Ne? So viel fehlt jetzt aber auch gar nicht mehr, gell? Also nachts hier ist eher kalt. So soll es aber weggehen hier. So. Was weg ist, ist weg. Ein bisschen von dem Kristallium mitnehmen. Ja, klatschen alles weg. Ja, lassen hier nichts. Wow, Alter, du hast mich gebissen, ey, du. Du Rotzlöffel, der Garzack, du. Halt. Boah, abscannen, bevor ich dich vernichte hier. Zack. Da oben ist die Base. Da oben ist Raumschiff, das Schlachtschiff.
Ich glaube, ich habe bald alles von diesem Planeten bekommen, ne? Fehlt nicht mehr viel. Aber das wird unser Heimatplanet, auch wenn er so trostlos aussieht. Er hat wenigstens so ein bisschen so ein, wie sagt man, normale Farben, ja. Nachts und tagsüber. Keine grüne, keine gelbe, nicht so quietschbunte Farben. Sehr schön. Die Sachen da drinnen sind auch schon durchgelaufen. Kann ich noch irgendwas bauen hier mit einer Holzwand? Das sieht nämlich nicht so geil aus. Ob ich denn das jetzt hingesetzt? Oh, joi. Jetzt eigentlich eine Mehrfachauswahl hier. Na komm. Also das ist manchmal echt hier ein bisschen kompliziert. So sieht es dann besser aus. Und sobald wir die runden Formen haben, bauen wir natürlich rund. Wir machen hier No Man's Sky und wir gehen bis in den Himmel. Ja, komm, komm. Aber manchmal ist es echt kompliziert hier. Okay. Da sind die Sachen zu. Spitze. Gut. Mal gucken, ob wir alles jetzt haben. Die Temperatur spezialisiert sich. Oh Gott, das will nicht. Wow, da knallt es schon wieder. Basiscomputer. Ja, das Natrium, das fehlt. Aber das tue ich beim nächsten Mal mit euch. Holen, das ganze Material. Farm ich das doch vorher. Was brauchen wir denn noch? Warte. Wir müssen auf jeden Fall hier Platten haben und zwei Rohre, die baue ich mal. Ja, eins, zwei, drei. Und die Rohre waren, glaube ich, auch zwei, oder? Waren es zwei oder war das einer? Das waren zwei. Perfekt. Zwei von diesen Rohren. Dann haben wir das auch schon. Spitze. Guck mal nach dem Namen, was wir noch uns aussuchen. Mal sehen, was dann noch kommt. Das ist die Base, oder was? Warte. Nee. Wir tun das so nennen, dass wir das hier YouTuber nennen, ja? YouTuber. Das ist der Planet YouTuber. Sehr schön. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir beim nächsten Mal diesen Teleporter bauen. Und auch in diese Richtung mal ein bisschen reingehen. Ich werde jetzt ein bisschen Material dafür farmen, dass wir auch das nötige Natrium bekommen. Das liegt ja irgendwo am Boden hier rum. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Genießt den Tag noch vollends, bei egal welchem Wetter das ist. Oh, okay. Haben wir schon wieder ein Gebiet entdeckt. Immer bei dieser Abmoderation hier stört hier was. Ja, bis dahin, macht euch einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die Woche. Ciao.